Mitten durch Deutschland fließt ein Strom. Er verbindet die Menschen. An seinen Ufern entfaltet sich des Lebens Fülle in tausendfältiger Gestalt. Manches Leid, aber auch viel Freude und unermüdlicher Fleiß spiegeln sich in seinen Fluten wider. Bei Schmilka erreicht die Elbe deutsches Land. Der deutsche Jugendschlepper Junge Garde trifft den tschechoslowakischen Jugendschlepper. Freundschaftliche Bande gehen von Bord zu Bord. Verbinden die Menschen, die beiden Völker. Auf dem tschechoslowakischen Jugendschiff weht der Siegewimpel im Wettbewerb um die höchste Schleppleistung. Aber lachend meint Kapitän Krötzl, den hole ich mir wieder. Und der Strom fließt weiter durch das sommerliche Land. Vorüber an dem schönen alten Meißen mit der Albrechtsburg, weltberühmt durch sein Porzellan, geht es weiter flussabwärts. Unser Lehrschiff Komsomol, auf dem junge Menschen die Binnenschifffahrt erlernen, bringt polnische Kohle nach Magdeburg. Komsomol fährt im Anhang des Schleppdampfers Lübeck. Vorbei geht es an Schloss Hirschstein. Heute ist es ein Erholungsheim für die Kinder unserer Arbeiter. Bis 800 Meter lang sind diese Lastzüge, wenn sie bergwärts fahren. Talwärts darf ein Schlepper nur bis zu 4 Kränen im Anhang haben. Mehr gefährden seine Steuerkraft.
Vor uns das Stahl- und Walzwerk Riesa. Im Wettbewerb mit Brandenburg und Stalinstadt ringen seine Menschen täglich um neue Erfolge. Ein zweites Frachtschiff kommt hinzu, mit Stahl aus Riesa für Magdeburg. Langsam! Noch etwas langsamer! Ohne Aufenthalt geht es weiter. Einträchtig Kahn neben Kahn. Torgau. Hier begegneten sich 1945 die amerikanischen und sowjetischen Truppen. Wenn es Abend wird, werden die Anker geworfen. An den Feierabendstellen entlang der ganzen Elbe ruhen die Schiffe. Tschechoslowakische, Deutsche aus Ost und West. Na Jungs, ich glaube, wir machen Feierabend. Na also, bitte. Kommt Jungs, geht schlafen. Ein neuer Tag an der Elbe beginnt. Ein neuer Tag der Arbeit. Der Captain nimmt die Stillliegefahne ab. Ein Zeichen, dass der Schlepper sich auf die Weiterfahrt vorbereitet. Wieder gleiten die Schiffe auf den Fluten des Stromes dahin. Vorbei am Stickstoffwerk Pisteritz. Auf der Komsomol sind alle Jungen sehr beschäftigt. Jeder Bootsmann muss ein Seil spleißen können. Bald wird der Junge allein das Ruder führen. Vor uns Fockerode, es wird unser größtes Kraftwerk. Schiffswerft Roßlau. Ein Hochseebagger liegt bereit zum Stapellauf. Lübeck mit seinen Frachtschiffen nähert sich dem Ziel Magdeburg.
Ein Bugsierer übernimmt die Weiterfahrt. Er führt die Komsomol durch die schwierigen Brückendurchfahrten am Magdeburger Domfelsen. Hier müssen die Jungen zeigen, was sie schon gelernt haben. Und teil an allem hat der Strom, die Elbe, die heranträgt und davonschleppt. Diener des Menschen, Diener des Ganzen, Strom des Lebens. Das Schiffshebewerk der Freundschaft in Rothensee verbindet den Mittellandkanal, der von Rhein und Weser kommt, mit der Elbe. Verbindet Ost mit West und Nord mit Süd. Am Quai, bereit zur Jungfernfahrt, unser neuestes Motorgüterschiff, die Rothensee. Der Direktor der DSU verabschiedet die Besatzung. Ihr fahrt nach Hamburg. Ich übergebe euch den Interzonenschiffspass, ohne den wir immer noch nicht von Deutschland nach Deutschland fahren können. Helft mit, dass unser aller Heimat bald wieder ein Deutschland wird. Stadt an Stadt, Dorf an Dorf fügt der Strom wie zu einer goldenen Kette. Menschen verbindet er miteinander. Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, die die gleiche Kultur und Geschichte haben. Deren Leben, deren Arbeit, deren Hoffnung, deren Schicksal mit dem Strom verbunden ist. Deutsche Menschen. Die letzte Brücke, die beide Ufer der Elbe, die Deutschland mit Deutschland verbindet. Der Strom, der mitten durch Deutschland fließt, wird nun 100 Kilometer lang Trennungslinie. Keine Brücke, kein Kahn, keine Fähre verbindet Ufer mit Ufer.
immer gibt es Interzonenkontrollpunkte. Aber immer mehr Schiffe passieren sie, so wie die Roten See. Mitten auf der Elbe treffen sich die Strommeister aus Westdeutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Sie sind alte Bekannte, gute Freunde. Alle Fragen der Erhaltung des Flussbettes und der Ufer werden gemeinsam besprochen. Und jeder sorgt von seinem Ufer aus dafür, dass die Schiffe ungefährdet bergwärts und talwärts fahren können. Weiter. Er verbindet das willkürlich zerrissene Land, trägt Lasten und Menschen flussauf und flussab, ist Brücke für Deutschland.